Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 Singleplayer auf der Map Südhämmern. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Folgen erstmal auf und dann werde ich mal sehen. Ja, aktuell sehe ich Raps an, um damit die Biospritproduktion beginnen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es in den Lagerständen aussieht. Da werde ich gleich mal nachschauen, bevor ich dann die nächste Bahn abfahre. Eventuell werde ich dann auch gleich noch einen weiteren Traktor losschicken mit einem Helfer. Mache ich nämlich gleich mal. Schaue ich erstmal nach. Feld 14, da ist Raps angesät. Ist aber abgeerntet. Gut. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz schauen. Füllstände. Okay, ein Hofsilos ist ungefähr mal 10.000 mal 11.000 oder 12.800 beim Raps drin. Werde ich erstmal viel produzieren. Ja, es gibt ja zwar vieles, was hier aufgelistet ist, aber das sind dann teilweise auch fertige, weiterverarbeitete Produkte. Zum Beispiel hier bei der Haarmilch. Das sieht man dann hier zum Beispiel, wird dann beim Edeka angenommen. Also homogenisierte Milch, haltbare Milch. Schnaps hingegen und Brot beim Hotel. Gut, die nehmen auch Salat an. Oder halt Haarmilch beim Sky. Ich glaube, das ist so ein kleinerer Supermarkt, wenn ich das jetzt mal richtig einschätze. Also die Wassermühle, die nimmt, zahlen ja richtig viel für Schnaps. Also dann Prost, ne? 15.000 für, was ist das, Wolle bei der Spinnerei? Ich glaube, das mit den Tieren sollte ich auch mal in Angriff nehmen. So, jetzt schaue ich mal nach, welcher ist denn eigentlich relevant von der Motorleistung für den Grubber. Der braucht nämlich 180 PS. Der Steyr hat das schon mal nicht. Der KS auch nicht. C6 auch nicht. Der Waltrau. Und der ist gerade im Einsatz. Brauchen beide 180 PS. Gut, ich hatte gedacht, ich kann jetzt einen Traktor nochmal losschicken. War wohl nichts. Gut, dann mache ich erstmal weiter am Plan. Damit ich hier mit dem Ansehen fertig werde. Vielleicht sollte ich erstmal die Sämaschine noch anschalten. So, also das kann jetzt ein sehr interessantes Projekt werden. Ich schätze mal so, ein paar Folgen werden es bestimmt werden. Aber ich brauche wirklich leistungsstärkere Maschinen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Lohnt es sich, einen Traktor zu mieten, der mindestens 180 PS hat? Eigentlich eine gute Frage. Das muss ich dann mal abwägen. Aber wenn die beide 180 PS brauchen, sowohl Sämaschine als auch der der Grubber, dann muss ein entsprechend ein leistungsstarker Traktor her. Das Problem, Leistung bedeutet auch höhere Kosten in der Anschaffung. Also je mehr Leistung, desto teurer. Ich schaue jetzt einfach mal nach.
Der war schon mal zu leistungsschwach. Dass ich bis mir so einen großen JCB mieten, beziehungsweise ich schaue mal nach, was die Motorleistungen hier so hergeben. Frontladeranbau brauche ich nicht. Motorausführung. Beim stärksten Motor kommt er auf 160, 163 PS. Das ist viel zu wenig. Der hätte 190 PS. Würde mich 12.000 Miet kosten. Frohe Sachen. Nee. Mache ich erstmal weiter. Mache ich halt eins nach dem anderen. Ich meine, ich könnte natürlich den Pickup schon bereits verkaufen. Und den schwächsten Traktor. Eigentlich auch, aber das muss halt alles erstmal abgewägt werden. Inwieweit das alles funktionieren mag. So, Saatgut geht auch schon bereits sehr weit runter. Ich glaube, ich werde mir dann auch entsprechend die Saatguttanks erstmal wieder aufstellen. Aber ich habe ja erstmal noch Saatgut im Lager. Dann kann ich also zur Not jederzeit erstmal auch auffüllen. Und später, wenn es dann möglich ist, eigene Saatgut zu produzieren. Ist dann auch so ein Geldposten, der dann erstmal wegfällt. So, zumindest die Hälfte des Feldes dürfte ich schon geschafft haben, oder? Na, ein Drittel. Ich weiß, es ist jetzt etwas monoton, aber das gehört mit dazu. Da lässt sich halt nicht umgehen. Und jetzt hier einen Helfer losschicken? Nee. Das kann ich auch zu einem späteren Zeitpunkt dann irgendwann machen. Aber ich kann jetzt aktuell halt keinen Helfer parallel losschicken. Da ich weder eine Sämaschine habe, eine zweite Sämaschine, noch ein Traktor mit genug Leistung für den Grubber. Damit kann. Es ist halt nicht für ein weiteres möglich, dass ich einen zweiten. Dass ich jetzt einen Traktor mit Helfer losschicke. Der jetzt Feld 14 grubbert. Wenn ich mir ja teilweise die Topografie von den Feldern anschaue, das. Ja, das ist schon etwas anspruchsvoller. Hat hier schon ein bisschen zu ziehen. Das Saatgut geht weg, das ist ja wirklich nicht feierlich. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das hier durchziehen werde. Weil es halt wirklich ein komplexeres System da ist. Es ist halt, wie gesagt, das
nicht nur, ich hatte es ja in der letzten Folge ja erwähnt gehabt, hier mit den vielen Wirtschaftszweigen, mit den vielen neuen Fruchtsorten, die man anbauen kann. Das könnte interessant werden. Aber noch bin ich euphorisch genug, dass ich das hinkriege. Weil das jetzt endlich wieder eine neue Karte, die ja bewirtschaftet werden kann. Und sowas hebt natürlich die Euphorie. Zumal es halt nicht so ist wie mit der Goldcrest Valley, mit den, das ist ja dann irgendwann einfach zu monoton geworden. Das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und dann geht nichts mehr. Dann ist irgendwann die Luft raus. Ich glaube, würde ich das hier mit dem Class Xerion machen. Ich glaube, ich hätte hier keinerlei Probleme, hier selbst mit den größten Seemaschinen hier zu arbeiten. Besondere ist ja bei dem Class Xerion, das ist der Traktor, den werde ich mir kaufen. Das ist mein Gesetzesziel. Ich werde mir irgendwann einen Class Xerion holen. Weil der sieht einfach so hammermäßig aus. Da muss ich den irgendwann wirklich haben. Auch wenn der vielleicht zu groß wirkt. Aber hier sind ja auch große Felder, die zu bewirtschaften sind. Und das heißt, ich bräuchte zwangsläufig auch größere Maschinen. Was wiederum im Umkehrschluss heißt, ich muss hier ganz schön reinklotzen. So, mal sehen. Ich glaube, in der nächsten Folge dürfte ich dann auch mit dem Feld fertig sein. Hoppala. Hat er jetzt was ausgelassen? Ja, hat er. Eventuell muss ich dann nochmal das Saatgut nachfüllen. Ah, das kriege ich hin. Kriegen wir hin. Und dann werde ich erstmal den Pickup verkaufen. Ich brauche ein paar finanzielle Rücklagen. 25.000 ist mir da schon noch etwas zu wenig. Und ich meine, ein paar Tausender kriege ich bestimmt für den. Es wäre mal interessant, ob ich auch noch entsprechendes Equipment fürs Düngen habe. Düngerspritze, Düngerstreuer. Wenn nicht, dann muss ich mir so einen Teil mal kaufen. Weil die Sämaschine, die düngt ja nicht parallel dazu. Ja, also hier vorne sieht man dann nochmal die Anlagen zum Herstellen von Saatgut, von Dünger und hinten das Rote, was man da hinten sieht. Das ist der Kompostmaster. Da kann zum Beispiel Stroh und dergleichen reingekippt werden. Der braucht dann aber auch erstmal Kraftstoff. Und Kraftstoffherstellung ist der erste Wirtschaftszweig, den ich zum Laufen bringen möchte.
Dafür müssen entsprechend auch Energiepflanzen angebaut werden. Und eine davon ist halt nun mal Raps. Ja, aber an dieser Stelle war es erstmal von der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 auf der Südhämmern.